Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute über zwei Themen reden und zwar Nummer uno mein Medusa und Nummer zwei mein Tattoo. Also wenn ihr ein bisschen darüber was erfahren wollt, dann könnt ihr ja gerade dranbleiben. Vornherein, es ist ziemlich warm, es ist sehr warm. Und ich habe das Gefühl, meine Gehirnzellen funktionieren noch nicht so richtig. Aber ich werde mir trotzdem Mühe geben, dieses Video zu drehen. Ich habe ja schon länger kein Video mehr gedreht, außer mein Haar-Challenge-Update. Und es wird einfach Zeit, dass wieder was auf meinem Kanal passiert. Und deswegen drehe ich es jetzt einfach ab. Und falls ich so ein bisschen komisch daher quatsche, dann I'm so sorry. Mein Hund kommt gerade hoch. Ich habe im Übrigen was zum Trinken in der Hand. Okay, dann fangen wir mal an. Okay. Als erstes möchte ich über mein Medusa reden. Ich hatte ja vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, nee, ich glaube, das war Ende 2016, habe ich ja meine kompletten Piercings rausgenommen. Das heißt, mein Zungenpiercing, das heißt, ich hatte an der Lippe eine und ich hatte ja auch meine Tunnels. Und ja, ich hatte hier einfach komplett in meiner Wohnung so viel ausgemistet und habe mir gedacht, warum nicht auch an Piercings ausmisten? Ich weiß gar nicht, oder war das 2017? 2016? Nee, ich glaube 2016 war das. Und ja, das war auch richtig so gewesen. Ich bin zwar immer noch im Überlegen, welche Piercings ich mir dann doch wieder stechen lasse. Aber das, ich kann euch mal kurz erklären, wieso, weshalb, warum. Und zwar jetzt zum Beispiel, ich hatte ja auch ein Septum, genau, Septum ging auch raus. Die Sache war nämlich, mir war das einfach alles zu stressig, weil ein Septum muss man immer schön pflegen, ansonsten fängt es an zu muffen. Ich denke mal, alle Leute, die ein Septum haben, wissen, was ich meine. Das geht nämlich relativ schnell und dadurch, dass es halt direkt an der Nase ist, riecht man das auch total. Also es heißt nicht, dass es stinkt, sondern es heißt einfach nur, dadurch, dass es halt direkt an der Nase ist, riecht man das halt auch eher. Für alle, die keine Ahnung von Septums haben und das nicht kennen, tut mir leid, das hört sich ein bisschen ekelhaft an. Für alle Leute, die schon mal ein Septum haben, die können das nachvollziehen. Und es war mir einfach zu stressig. Ich habe gesagt, komm, probier's mal ohne. War auch ganz schön gewesen, aber ich bin ehrlich, ich habe es irgendwie vermisst. Ich glaube, das war 2017, wo ich mein Septum rausgemacht habe und mein Lippenpiercing 2016. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und dann war ich vor ein paar Monaten oder so, nee, vor 3 Monaten, ich weiß gar nicht mehr, bin ich einfach zum Piercer gegangen und habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Klappt das mit meinem Septum noch? Und sie hat's reingemacht und irgendwie habe ich dann wieder Blut geleckt. Und ich hatte ja dann vor einem Monat, habe ich beschlossen, ich mache nur noch das, worauf ich Lust habe. Ja, ich weiß, ich bin 28, ein Alter, wo man anfangen sollte, etwas erwachsener zu werden, aber ich sag mir, warum? Wer hat gesagt, dass man ab einem gewissen Alter erwachsener werden soll? Ich nicht. Ich mache einfach mein Ding. Wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Und ich wollte schon immer ein Septum und Medusa haben, weil ich das eigentlich ganz schön finde, so zusammen. Und deswegen habe ich mir Medusa stechen lassen vor 3 Wochen. Und ja, jetzt wird euch wahrscheinlich interessieren, wie das vom Schmerz war und sonst was. Das ist immer so diese typischen Themen, die einen interessieren. Ich habe ja schon richtige Horrorgeschichten erfahren von Freundinnen, wo da das hat so wehgetan und ich habe geheult und ich will es nie wieder haben, bis ich habe es gar nicht gemerkt. Und ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die es kaum gemerkt haben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie nicht besonders schmerzempfindlich bin, aber ich habe es tatsächlich kaum gemerkt. Sie hat mir auch Gott sei Dank von Anfang an einen etwas kürzeren Stab reingemacht. Das ist sogar genau die Länge, die ich jetzt auch habe. Damit laufe ich jetzt schon seit 3 Wochen lang rum. Das Einzige, was mich auch schon aufgefallen ist, vor allen Dingen auf Instagram, da habe ich das aber auch damals erzählt gehabt, dadurch, dass der Stab aber dennoch immer noch ein bisschen länger ist und ich grinse, seht ihr das? Es verabschiedet sich dann in diese Richtung. Und ja, das wird erst weggehen, wenn ich einen kürzeren Stab habe. Bis dahin sieht es einfach aus, als ob es schief gestochen wäre, ist es aber nicht. Ja, damit muss ich jetzt einfach leben. Abheilung ist auch bis jetzt super gelaufen, klar.
Ich glaube, nach einer Woche hat es angefangen, so ein bisschen zu nesteln. Ne, nicht zu nesteln, zu krinten, ne, so, dass da ein bisschen Mundflüssigkeit rauskam. Das ist aber vollkommen normal. Das habe ich dann mit einem Wattestäbchen abgemacht und Octinisept war es nicht, aber es war halt ein anderes Mittel. Es war so ein Salzspray, glaube ich. Da bin ich halt da dran gegangen und ja, alles funktioniert gut. Die Kosten waren bei mir, glaube ich, 75 Euro. Kommt aber natürlich drauf an, bei was für einem Piercer man ist. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken. So, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Kombination. Ich habe mir jetzt auch hier nebendran, das ist kein Tunnel, das sieht nur aus wie ein Tunnel. Und ich habe mir dann hier noch, Hufeisenring auf beide Seiten reingemacht. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, weil ich habe jetzt hier nämlich, das hat alles eine Länge. Und ja, so viel zu meinem Medusa. Falls ihr da irgendwie noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich unten reinpacken. Und dann würde ich nämlich zu dem nächsten Thema gehen, und zwar zu meinem Tattoo. Mein Tattoo wurde gestern erst gestochen. Eigentlich wollte ich tatsächlich jetzt nur über mein Medusa reden, aber irgendwie dachte ich mir, das mit dem Tattoo könnte euch vielleicht auch interessieren. ich werde es euch erst einmal zeigen. Und zwar, so sieht mein Tattoo aus. Und das geht nämlich bis hier rein. So, ich biege mich mal und hier kommt mein Harry Potter Tattoo. Das heißt, wenn ich meinen Arm so halte, sieht man das. Und ja, so, wenn man das von vorne sieht. Und von der Seite, ne, kann man das auch so sehen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich zeige es nochmal. Also am allerschönsten, muss ich halt echt sagen, finde ich den Mond hier. Dann habe ich hier ein Mandala und eine Pfingstblume, Pfingstrose, ich weiß gar nicht. I'm so sorry, ich bin keine Florist. Und es geht dann halt hier schön bis hier rein. Es ist viel zu warm. okay. Jetzt kurze Story zu meinem Tattoo. Ich bin ja eigentlich eine, die lässt sich immer nur ein Tattoo stechen, wenn irgendwas passiert ist, wo ich sage, es ist was Krasses passiert und ich möchte irgendeinen Lebensabschnitt abschließen mit diesem Tattoo. So war das immer gewesen. Das ist tatsächlich das erste Tattoo, ohne einen Sinn, einfach nur, weil ich es schön finde. Und dann hat es aber dennoch wieder einen Sinn. Einfach aus dem Grund, weil, weil ich mir auch was Schönes gönnen darf für mich. Ich bin einfach gerade dabei, mich selbst zu schätzen. Ne? Thema Selbstliebe und so, es ist ja mal ein kritischer Punkt. Selbstakzeptanz, bla bla bla. Ich denke, da ist jeder irgendwo irgendwie am Arbeiten, sich selbst zu akzeptieren und selbst zu finden. Und ja, ich feiere dieses Tattoo. Das ist einfach nur, ich feiere mich selbst und es ist schön. Und warum soll ich es da nicht machen? Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, über dieses Tattoo. Ich habe mir das Tattoo im Übrigen in Frankfurt im Kartell stechen lassen. Falls ihr in meinem Rheingebiet seid und jemanden sucht, der wirklich gut Mandalas und sonst was tätowiert, oder falls ihr sowas tätowiert bekommen haben möchtet, dann geht zum lieben Fo. Genau. Ich werde hier unten nochmal das Tattoo-Studio reinpacken. Und ich sage das vorne rein, ich habe mein Tattoo selbst bezahlt, natürlich. Und das ist unbezahlte Werbung, es ist einfach nur, ja. Ich kenne es, wenn ich andere Leute auf YouTube oder irgendwo halt verfolge oder bla bla bla, interessiert mich das auch immer brennend, wo sie das Tattoo gestochen lassen haben, weil ein Tattoo trägt man wirklich sein Leben lang. Und da sollte man auch, je nachdem, was man für ein Motiv haben möchte, zu dem Tätowierer gehen, der das halt auch drauf hat. Und das ist so seine Richtung und hat das verdammt gut gemacht. Und deswegen packe ich den unten rein, einfach nur als Empfehlung. Aber hier, ne, müsst ihr das, stellt euch vor, hier steht irgendwo Werbung. das war der Faux gewesen. Ich kann auch von seinem Instagram-Account, kann ich unten auch gerne nochmal reinpacken. Ich war wirklich sehr zufrieden. Die Sitzung hat 2,5 Stunden gedauert.
Ja klar, das Tattoo hat auch einen Hauch mehr gekostet, also ich habe jetzt 350 Euro bezahlt, ist aber dadurch, dass es auch so detailliert ist und auch so gut gemacht ist, das Preis, also ne, Preis-Leistungs-Verhältnis ist vollkommen okay. Zeigt euch jetzt auch nochmal genau, warum ich das meine, weil seht ihr die Details in der Blume? Ja, also mehr als akzeptabel, und das ist ein Tattoo, da werde ich immer drauf gucken, und von daher lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, als zu irgendeinem Vollidioten Tätowierer zu gehen, der irgendwas verbockt. Ich habe nämlich hinten auf meinem Rücken eine Elfe, die sieht aus wie, als ob sie eine aufs Maul bekommen hätte. Da muss ich unbedingt mal ein Cover-up machen, aber ich traue mich irgendwie nicht dran. Ich werde wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Blumen drauf tätowieren lassen. Weil, also ganz ehrlich, deswegen, das Tattoo war jetzt nicht so teuer, aber allein die Aussage von dem Tätowierer danach, wie hat er das damals gesagt? Genau, ich war fertig mit dem Tattoo hinten, ich möchte euch das jetzt gar nicht antun und euch zeigen. Und ich habe dann halt nur gesagt, irgendwie sieht das Gesicht komisch aus, und da war nur sein Spruch, naja, musst dir vorstellen, ich habe nur einen Daumenbreit Platz gehabt für das Gesicht. Natürlich, dass ich das nicht hundertprozentig hinbekomme, ist ja logisch. Da hätte man das größer machen sollen. Ich sag euch nochmal, es war nach dem Tätowieren. Wo ich mir so denke, yo, hättest du mir vorher gesagt, dass du mehr Platz brauchst? Ich habe ein großes Rücken. Ich habe einen großen Rücken. Sag mir, dass du mehr Platz brauchst. Und ich... Ja, also von daher sucht euch euren Tätowierer wohlbewusst aus, und ich kann euch ihn wirklich empfehlen. Ich weiß ja, dass auch ein paar Leute, die mich hier verfolgen, aus dem Gebiet Rhein-Main-Gebiet kommen. ja, auf jeden Fall kann ich euch den empfehlen. So viel dazu. Und schmerzensmäßig war alles vollkommen okay. Klar, also hier oben in der, also ne, hier hat es ein bisschen gezwickt gehabt, aber war auch alles vollkommen okay. Ich bin da aber auch, glaube ich, ein bisschen, wie gesagt, Medusa und sonst was. Ich bin da nicht so schmerzempfindlich. Ja, und ich bin aber sehr glücklich darüber, und ich muss noch mal einen Schluck trinken. Es ist zu warm. Ja. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht. Ich dachte mir, das könnte euch nur mal interessieren. Wie gesagt, falls ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr mir gerne unten stellen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ich weiß, ich bin auf YouTube nicht so schnell mit dem Antworten. Ansonsten auf Instagram, gerne auf Instagram. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir auf Instagram. Da antworte ich definitiv viel, 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 viel schneller als hier auf YouTube. Weiß nicht warum, ich bin da irgendwie ein bisschen flotter drin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!